Hi zusammen, Bobby hier von Bobby und Freddy Fotografie. Heute möchte ich euch mal erzählen, wie ich meine Stative reinige und instand halte. Stativreinigung. So eine Sache für sich macht kaum einer. Ich bin ja sehr stark am Reisen und wenn ich reise, dann reise ich meistens in die Länder, wo es Salzwasser gibt oder sehr viel Sand gibt. Ja, also immer da, wo ein normaler Mensch auch reist, weil da ist es schön warm und ja, man kann ein bisschen schwimmen gehen und so weiter und so fort. Und ich habe immer mein Stativ dabei für Langzeitbelichtung und so weiter und so fort. Jetzt ist die Frage, wie viele von euch Stative schon mal gereinigt haben. Wahrscheinlich nicht viele, weil die Leute sagen, ja gut, noch mal ein bisschen da so, fertig. Na? Ich habe beim letzten Urlaub oder nach dem letzten Urlaub, wo ich war, habe ich festgestellt, dass Salz richtig, richtig böses Ding ist. Das habe ich davor schon gewusst. Also Salz ist ja allgemein nicht gut. Ja? Ob das zu viel Salz für den Körper ist, ob das zu viel Salz an den Klamotten ist, frisst ja die Farbe aus. An Fahrzeugen fängt es Rosten an eventuell. Also Salz ist allgemein wirklich nicht gut und ich gehe nicht wirklich schonend mit diesen Dingern um. Die stehen teilweise in Wasser bis hier oben hin. Ich habe ja eine Folge gehabt oder ein Video gehabt, wo sogar meine Kamera Salz abgekriegt hat. Ja, aber wir sind ja IP68, muss ich mal aufpassen. Nicht, dass ich einen Anschluss kriege, IP68 zertifiziert, das heißt Staub- und Spritzwasser geschützt und so. Und kleiner Schwung macht denen nichts aus. Ja, also wenn es wirklich nicht monsunartige Regenfälle sind oder man es wirklich so reintaucht in Wasser und 10 Minuten hält, werden sie das aushalten. Aber Stative stehen wirklich lange in Wasser, in Salzwasser und es kriecht überall rein. Was muss man denn machen? Punkt Nummer eins ist, wir haben Schraubverschlüsse. Wir haben Schrauben mit Innensechskant in verschiedenen Größen. Tipp von mir an euch, geht's mal in einen Baumarkt, egal welchen Namen könnt ihr euch selber aussuchen. Kauft euch einen Innensechskant-Imbus-Schlüsselsatz. Imbus ist ja immer so ein Überbegriff. Schlüsselsatz, die kosten 6, 7 Euro. Da sind die gängigsten Größen dabei, die ihr auch für die Stative benutzen könnt. Also, heißt, wenn die Beine locker werden, hat schon mal der Freddy gezeigt. Das ist zum Beispiel jetzt lockerer als die anderen. Ja? Die gehen ein bisschen schwerer und der geht ein bisschen lockerer. Einfach da rein, zuschrauben, nicht zu fest, nach fest kommt ab. Aber wenn ihr das zu fest macht, dann kriegt ihr die Beine nicht mehr so locker auseinander. Das hört sich jetzt wirklich mal geil an. Ja. Macht es wirklich nach Gefühl. Das merke ich, ist schon lockerer. Die zwei sind ein bisschen zäher. Einfach mal diese Schrauben nachziehen. Nächste Sache, die man angehen sollte. Stativköpfe. Die sollen fest sein. Also einmal festschrauben, einmal anziehen, dann soll sich nichts bewegen. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr irgendwo steht, von mir aus Hochkantformat fotografiert, wenn ihr da mal irgendwo eine lockere Schraube habt, ja, haben die Fotografen allgemein ein bisschen, aber wenn da irgendwo eine Schraube locker ist, die Kameras wiegen wirklich einiges und da reicht eine Bewegung in Zehntelbereich, wenn sie sich mal ein bisschen bewegt, ist die Langzeitbelichtung am Popo, weil es eine Unschärfe gibt, die wollen wir ja nicht. Also alles fest hier machen, Stativköpfe, könnt ihr alle abschrauben. Kommt nachher eine Nahaufnahme. Take 3. Stativköpfe, wenn sie nicht fest verbaut sind, können wir abschrauben. Ich probiere es jetzt mal nicht runter zu schmeißen zum dritten Mal. Und dann habt ihr ein großes Gewinde. Und hier unten sind drei Schrauben. Die neigen dazu, sich zu lösen. Nach vielen Gebrauchen und so weiter und so fort. Zieht sie mal fest an, dann ist es bombensicher. Nachdem wir unsere Schrauben hier vorne schon gepflegt haben und nachgezogen haben und den Stativkopf nachgezogen haben, es gibt auch hier eine Schraube, die den Stativkopf hält. Die könnt ihr genauso nachziehen. Dann ist es auch fix und fest. Und dann würden wir zu den Füßen gehen. Ja, kennt ja jeder. Schön rausfahrbar. Hört sich auch noch einigermaßen gut an. Ist ja auch gepflegt, aber dann sind wir wieder bei dem bösen Wasser und bei diesem bösen Salz. Mein Tipp an euch, diese Teile,
Es gibt ja welche mit Drehverschluss, es gibt welche mit diesem Clipverschluss, können Sie auch. Beim Drehverschluss ist es einfach so, so lange drehen, bis es nicht mehr weitergeht. Das geht. Also bis Gewindeende. Dauert ein bisschen. Sind ja endlos Gewinde. So, und wenn das abgeht, bitte vorsichtig sein. Wir haben innen drin, an diesen Beinen, solche Muffen. Ich sag mal Muffen oder Dübel. Und da unten drunter ist einfach mal hohl. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, sowas auseinanderzubauen. Und hier sammelt sich gerne mal Staub und Salz. Das rausnehmen, sauber machen, natürlich mit Vorsicht, dass es auch in der Reihenfolge bleibt, wie das ist. Wir machen eine Nahaufnahme dazu, dass ihr seht, wie das mal aufgebaut ist. Und dann habt ihr hier in den Beinen einen Durchgang. Da benutzt ihr am besten viel Luft mit Druck. Also Druckluftpistole mit so einer Spritze da mal einmal rein oder pustet da einmal rein, dass der ganze Staub rauskommt und Dreck und so weiter und so fort. Und dann benutze ich Folgendes, und zwar entweder Teflon oder Silikonspray. Wieso Teflon und Silikonspray? Weil die nicht verkleben. Ja, Öl würde ich kein raten. Öl verklebt und greift Plastik an. Ganz vorsichtig mit diesem Zeug umgehen. Also wenn ihr sowas schmieren wollt, Teflonspray oder Silikonspray. Kriegt man auch in jedem Baumarkt, kostet ja nicht die Welt. Und dann einfach mal hier ein bisschen reinspritzen, ja, ins Loch rein. Ja, und dann wieder nochmal reinstecken, nach den Einsprühen zudrehen. Endlos Gewinde bis zum Anschlag. Dann wieder ein bisschen lockern und es funktioniert tadellos. Ja, das könnt ihr beim jedem Bein machen, so dass einfach das Material ein bisschen geschont wird, weil wir nehmen das wirklich hart her und ja, soll ja ein bisschen was halten. Die Dinger kosten auch ordentlich Geld. Und ich weiß nicht, wenn ihr jedes Jahr neuen Stativ kaufen wollt, dann von mir aus bitteschön. Ich sehe es halt nicht ein, ich mag diese Dinger und die sollen mir ein bisschen was halten. Deswegen fliege ich die und das könnte ich mal jedem nur empfehlen, sich nicht nur um die Kamera zu kümmern, sondern auch um das Ganze drumherum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen da, Abo kommt in Abspann, klingelt die Glocke, ganz wichtig. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, euer Bobby.